Wir Zwölnitzer haben ein wundervolles Wochenende hinter uns. Wir haben gefeiert bei Sonnenschein, mit viel guter Laune, mit Staunen, Danken und Genießen haben wir das Zwölnitzer Erntedankfest gefeiert und den 30. Erzgebirgischen Pferdetag. Wir haben eine wunderbar geschmückte Trinitatiskirche, die sich zu schauen lohnt. Wir haben ein Landcafé, was uns die Kühnheiter Frauen bereitet haben, mit Kuchen wie zu Großmutters Zeiten. Wir haben Tierschau und Bauernhofspielplatz erleben dürfen und jede Menge musikalische Highlights. Dazu ganz viele Köstlichkeiten aus der Region, unsere Zwölnitzer Brauerei mit ihrem Bier, die Katz mit einer Kartoffelverkostung, Wild wurde angeboten, Käse, sogar schon die ersten Pfefferkuchen konnte man erwerben. Und wir haben ganz viel Pferdetraditionen gesehen. Wir hatten einen wunderbaren Umzug mit 30 Bildern, der sich durch unsere tolle, geschmückte Innenstadt gezogen hat. Hinaus bis auf unseren Pferde- und Reitplatz in Kühnheide, wo ein einzigartiges Schauprogramm unserer Pferdesportler zu sehen war. Der Zwölnitzer Pferdesportverein und die Pferdefreunde aus Ehrenfriedersdorf haben das gemeinsam auf die Beine gestellt. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war der 30-Spänner der Kaltblüter. Etwas ganz Einzigartiges, was sie nur in Zwölnitz sehen konnten. Und wir sind dankbar für das gute Wetter, dankbar für die Ernte und dankbar, dass wir so miteinander fröhlich sein konnten an diesem Wochenende.